Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Bochum. Oder von der Autobahn A40. Wir sind jetzt auf der A40 und fahren zum Autohaus Kittler. Und wir sind fast da. Ja, wir fahren zum Autohaus Kittler. Und dort werden wir das Thema Dacia weiter anschieben. Also wir haben mit dem Dacia Duster angefangen. Aber es gibt dann noch ein Modell, was ich eigentlich laut Bildern sehr cool fand. Ich habe die Pressemitteilung jetzt von November gesehen und die haben das Auto heute bekommen. Ich gucke mir das gleich an. Oder wir gucken uns das an. Ne? Wir haben bei dem Dacia Duster wirklich die Pressemitteilungen, was da veröffentlicht worden sind wirklich echt, also Reichweite unglaublich, unglaublich groß. Ja. Aber manchmal die Kommentare, wenn ich die durchlese, dann muss ich mich wirklich am Kopf packen und fragen, können die Leute lesen oder vielleicht hören? Ja. Wenn ich sage, dass das Bodykit für den Dacia ungefähr bei 3000 Euro liegen wird, ein fertiger Dacia schon ab, ich sag mal, 19.999 Euro zu kaufen gibt, dann schreibt doch nicht, dass das Bodykit teurer ist als das Auto. Guck mal, das Navi übrigens, guck mal hier. Jeder hat sich beschwert bei Dacia, also nicht jeder, Entschuldigung. Wir haben uns mit Jean-Pierre, ich sag mal, beschwert über die Grafik beim Dacia, ja, bei dem Duster. Guck mal das. Wir reden hier, guck mal wie eckige Straßen. Ich meine, die Straßen sind ja nicht eckig hier. Nee, also das sind zwar rechteckige Bordsteine, ja, aber die sind im runden Verlauf. Also wirklich. Also das Navi von dem Rolls-Royce, der nur 370.000 Euro kostet, ist auch nicht viel besser. Bitte rechts abbiegen. Ich weiß, die Rolls-Royce-Fahrer werden mich hassen. Ich rede einfach, wie es ist, wie mein Empfinden ist. Das sieht auch cool aus. Schokoladenwerk. Oh, Bochum. Ich werde nie abnehmen. Boah, guck mal, das ist ein geiler Ford. Der braucht ein White Body Kit. Der braucht definitiv ein White Body Kit. Ja, die haben mehrere Sachen, das ist nicht nur Dacia, ne? So sieht's aus. Meinst du Jacke anziehen? Ich ja. Ich habe Falten im T-Shirt. Ja, auf jeden Fall. Wir werden jetzt so ein bisschen öfter mit dem Autohaus Kittler was machen. Zum Thema Dacia erstmal. Aber so wie ich es auf dem Platz gerade gesehen habe, haben die auch Ford. Und Ford ist geil. Boah, guck mal, was die haben. Die haben richtig geile Dinger hier. Alter, wir müssen raus hier. Ich mache mal Maske hier weg, ja. Sonst versteht mich keiner. Oh, ist das sexy. Scheiße, ist das sexy. Ich stehe voll auf die alten US-Dinger. Also das Ding ist... hier werden Emotionen, auch hinter mir, guck mal. Ich nehme ja immer so ein Ding, wenn ich in den USA bin, nehme ich mir so ein Ding und baller durch die Straßen. Ne? Schön. Da kommen wir rein. Lass uns den ballern. Was ist das blau? Ist das Renault? Ich weiß nicht. Hat er eine Scheibe? Ich habe so ein Auto noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ja? Was ist das? Ist das wirklich eine Scheibe? Ach, nicht berühren, steht da drauf. Im Belzec hat so extra so ein großes Schild aufschreiben, bitte nicht berühren, oder mach das trotzdem. Was ist das für ein Auto? Renault Spider. Renault Spider? Genau. Okay.
96 gebaut, davon wurden in Blau und in dem Bordeaux-Rot 5 Stück gebaut. Gibt es auch Mitscheibe? Nur 5 Stück? Genau. Direkt von Renault? Direkt von Renault. Okay. In Gelb und in Silber, Mitscheibe öfter. Insgesamt 1300. Ich habe es auch noch nie gesehen. Was hat denn Leistung? 147 PS. Okay. Cool. 2 Liter 16V, war früher Megane drin. Und dann haben sie ihn einfach darüber gepackt. Aber ich habe es auch noch nie gesehen. Ist auch ganz selten. Also ich wusste auch nicht, dass so ein Auto existiert. Ja. Ja. Na cool. Was lag der preislich? Um die 25. Und heute? Heute so um die 60. Boah. Aber schön. Ja, wir sind eigentlich heute hier wegen dem Geschoss davor. Ja, Geschoss davor. Also das sieht echt gut aus, ne? LED-Scheinwerfer, PDC vorne, hinten mit Rückfahrkamera. Okay, was für Motoren gibt es hier? 100 PS. Kommt es auch mit LPG, 100 PS. Okay. Also 100 ist das stärkste? Das ist der stärkste Motor, ja? 100 PS. Und preislich? Preislich liegt der jetzt so bei 15.400 Euro. 15.000 Euro? 15.400. Der, oder? Genau, so wie der hier steht. Okay, und Basis? Um die 8. Um wie viel? Um die 8. Nein, doch. 8.000? Genau. Okay. Okay, das ist krass. Also das ist wirklich ein richtiges Auto. Ich meine, ich ne, möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist wirklich, ich bin ja schon von dem Duster eigentlich sehr begeistert gewesen. Genau. Ja, und das ist sehr, ich finde das alles modern, also sehr schön gemacht. So Dekor heißt und so weiter, also wirklich. Das haben sie vorher auch nicht drin gehabt. Ne? Da ist jetzt, sag ich mal, so Clio-mäßig, dass sie das reingemacht haben. Ne? Wir reden hier von 8.300 Euro. Basispreis. Für den Renault, der nur ein anderes Logo hat. Ist das vorne ziemlich gut? Also hier auf mich angepasst. Hinten okay. Der ist aber kleiner wie ein Duster, ne? Ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen kleiner als ein Duster. So ein bisschen tiefer, oder? Mhm. Das stimmt. Hier. Klein süß. Nicht, wenn da keine Abdeckung ist. Er macht nicht nur Renault, sondern Ford und Dacia. Jetzt gucken wir uns ein Schätzchen an. Ein Schätzchen? Mit 900 PS. Irgendwas bei solchen Endrunden hinten rauskommen muss. Gleich. Boah, wie sind wir? 5,8 Liter.
Schön, sehr schön. Ein Monster. Das ist ein Monster. In der Halle. Ne? Schön. Was ist denn die Verlegung? Das ist ein normales SVT-Fahrwerk, ja, mit der Tiefverlegung von H&R. Achso, okay. Von H&R. Schöne Grüße an H&R. Ich habe immer noch ein Piepsen im Ohr. Ja, ne? Vielleicht im Sommer, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, vielleicht kann man eine Runde fahren. Ja, klar. Also glaube ich, da müssen wir eine Runde fahren. Fahrzeugen wie F150 oder weiß nicht, Raptor oder was okay. Es so gibt. Macht ihr die Dinge auch? Ja. Weil die machen auch Spaß zu fahren. Ja, ja. Also ich merke schon, hier ist eine kleine Leidenschaft, nicht nur ein Autohaus, sondern einfach, ich glaube, eine Leidenschaft oder Liebe zum Auto. Ja, natürlich. Ja, weil da muss man schon wirklich, für so einen Raptor in Deutschland muss man schon wirklich so ein bisschen autobegeistert sein oder verrückt wie wir. Sonst die meisten sagen, der ist zu breit oder. Ja. Wir sagen, der ist geil. Auto steht bereit, Sascha. Genau. Guck mal. Zack. Aber cool, dass deine Chefs so autoverrückt sind. Ja, aber fast jeder, der bei uns arbeitet. Ja, ist ja so? Ja. Ja gut, ist ja nicht üblich für ein Autohaus. Meistens in einem Autohaus hast du, ich meine es nicht böse jetzt, aber so Leute, die Autos einfach nur fahren. Ja, aber bei uns ist das so, eigentlich jeder interessiert sich hier für Autos. Ich wieder. Schaltwangelt. Ja, genau. Der hat jetzt, wie viel PS? 100? Nein. Der hat 90. 90 PS. Genau. Ein Liter Hubraum. Genau. Ach, der sagt mir hier, ich soll weiterschalten. Okay. Ja, fürs Optimale halt. Ne? Aha, okay. Hat man schon irgendwie Verbrauchswerte für das Auto? Noch nicht richtig, halt diese richtige Tests noch nicht, aber okay. Von Dacia halt die Angaben, ne? Da liegt er wieder um die 7 Liter, 6 bis 7 Liter. Okay. Aber ich sag da auch immer allen Kunden, es kommt ganz auf die Fahrweise an. Ja gut, ja? Weil wir haben welche, die fahren im ersten Gang 50 und dann wundern sie überhaupt nicht, warum sie einen Verbrauch von 10 Litern haben. Ne? Hat sie schön gemacht hier mit dem Luftumschächten. Ja, auf jeden Fall. Ja? Jetzt wird das schöne Auto dreckig. Ja. Kann man ja waschen. Yeah. Weil neu ist neu. Ne? Und das ist nur für Musik? Genau, kannst jetzt hier oben noch Telefonate an- und ablehnen. Okay. Ne? Und die Position wechseln. Sprich, wenn du jetzt mit deinem Handy verbunden bist, über dein Handy Musik laufen hast, dann kannst du da auf den Knopf drücken und dann wechselst du zum Radio oder dahin. Oh, okay. Also kannst darüber auch switchen. Okay, check. Aber die Idee ist nicht langsam. Nö, wiegt ja halt nicht viel. 90 PS, Turbomotor, ne? Okay. Ich bin da so ein bisschen schon sehr... Oh. Ja, das war die nicht Absicht. Ja. Aber das ist cool, dass du das sagst, ne? Ja. Dass die Funktion bei dem Auto überhaupt ja, man muss sich da ist. Ne? Überlegen, der liegt jetzt um die 15.3, so wie wir jetzt hier stehen haben. Mhm. Toter Winkelassistent, Navi. Alles. Spiegel elektrisch, alles. Alles, was man braucht. Ne? Klimatronik sogar. Ja, ne? Alles, was man braucht. Ich glaube, das wird sehr interessant für viele Familien, das Auto. Oder ich weiß nicht, ja. Welche Kunden ihr Vorgänger also da ist wirklich alles dabei. Ja? Sei es der Rentner, der einfach einen höheren Einstieg will, weil der Stepway ja höher ist. Die jüngeren Leute, die ein günstiges Auto mit Ausstattung wollen und dann aber nicht 10 Jahre altes Auto wollen für den Preis. Ne? Ja, wir hatten auch ein paar Kommentare bei dem Dacia gehabt, bei dem Dacia Duster. Ja, für 20.000 kriege ich einen Audi Q7 oder was weiß ich was. Ja. Ja. Wie alt ist der dann? Genau. Und wie viele Kilometer? Genau so ist das. Und Leute, fahrt einmal bitte
zu so einem Hersteller. Viele haben auch geschrieben, Porsche Cayenne kriegst du für 20. Natürlich kriegst du einen Porsche Cayenne für 20. Nur fahr mal bitte hin, ja, oder erstmal ohne Auto würde ich Ihnen empfehlen. Und frag mal, was kosten die Bremsscheiben für das Auto? Die kosten so viel wie ein Dacia. Nein, man muss sich wirklich in den Klaren sein, man bekommt ein nagelneues Auto mit 3 Jahre Garantie. Genau. Ja. Kann man erweitern auf 5. Oh, okay. Kilometer frei oder? Nee, ist gebunden, aber kann man variieren. Okay, was also, heißt das? Also man kann jetzt sagen 5.000, 50.000, man kann sagen 5 Jahre 100.000. Ah, okay. Ne? Okay. Und das gibt es dann bis zum Limit. Ich meine, 100.000 wäre noch das Limit schon. Wie sind denn eigentlich bei den Vorgängern die erreichbaren Kilometer? Was habt ihr das höchste schon gehabt in der Werkstatt? Das höchste, was ich gesehen habe, waren, ich glaube, um die 300.000. Boah, welches Auto war das? Das war ein. Oder da? Ja, weiter geradeaus. Das war ein Dacia Logan. Ehrlich jetzt? Ja. 300.000? Ja. Wir haben auch welche mit mehr, ne? Also Vielfahrer oder was, da haben wir auch welche mit 400.000 schon gehabt und alles. Krass. Also, die fahren. Wie lange bist du schon hier bei dem Autohaus? Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren da. Okay. Ja, hab meine Ausbildung hier angefangen. Ach so, du hast schon eine Ausbildung hier fertig? Ich bin jetzt am 26. bin ich durch. Und du bleibst da? Oder? Ich bleib da, und natürlich. Ja, gefällt mir da. Die Arbeitskollegen sind super, die Chefs sind super, macht Spaß. Und halt, die Leute interessieren sich bei uns für Autos. Na? Du hast mit allen Autos zu tun. Wir haben alle Kunden. Und nicht nur eine Marke. Wir reparieren ja alle Marken. Ja? Also markenoffen seid ihr? Wir haben ständig auch Porsche in der Werkstatt, Mercedes und. Querbeet. Genau, querbeet. Und verkaufen drum halt Ford, Renault, Dacia. Ja, das finde ich cool, weil... irgendwann, natürlich, wenn du jetzt den 100. Dacia verkauft hast, ist das nichts mehr Besonderes für dich. Ja, und wenn du immer wieder was Neues, Abwechslung, ein Dacia, ein Renault, ein Ford. Genau, genau. Wieso piepst du? Achso, ich muss weiter, oder was? Nee, weil die 30 ist. Achso. Entschuldigung. Einfach weiter. Bei 34 aus. Meckert der schon. Ja, kann man aber einstellen. Das. Ja, der fährt aber wirklich nicht schlecht. Wir sind so ein bisschen durch die Felder gefahren. Durch Straßen, die nicht so eben sind. Mit Absicht. Damit wir gucken, wie sich das Auto auch da verhält. Achtung, guck mal, Sascha. 40 auf 100. Und man merkt den kleinen Hubraum. Aber der kleine Kleiner. Sauber, was. Ja, also ehrlich. Ja. Man hat nicht das Gefühl, jetzt komm. Genau. Gibt es verschiedene Navi-Systeme oder? Ich meine, das ist das einzige. Also, okay. Also wenn aber einmal groß fertig. Genau. Was hat das Auto noch besonders oder was macht das Auto besonders? Einfach der kleine Preis wirklich. Das ist einfach für die Leute, die kein Statussymbol wollen. Oder brauchen. Aber hat das, ich meine es jetzt nicht, weil wir jetzt ein Video drehen. Damit wird ja geworben. Ja, damit wird geworben. Aber die Leute. Ich finde die Werbung scheiße. Ich bin ehrlich. Also, das hat nichts mit Status zu tun. Ja? Ich kaufe nur kein Mercedes oder keine Ahnung, jetzt, was haben wir in der Audi oder ein Dacia oder ein Renault. Gibt es ganz, ganz wegen Status. Ich würde mich jetzt nicht schämen oder so, was, wenn ich mit so einem Auto nach Hause fahre. Ja? Das braucht doch keinen Status. Ja. Also die Dacia fahren, die sind wirklich stolz auf ihr Auto. Die haben Spaß daran, die fahren den richtig gerne und die kaufen sich den auch immer wieder gerne. Wisst ihr, was für mich Status ist? Was wenn dein Konto so voll ist, dass du ruhig schlafen kannst. Das ist Status. Ja, aber guck mal, Fabian, was fehlt hier in dem Auto? Nichts. Genau das ist es, ja. Guck mal, ich weiß, die kaufen sich dann über ein schlechtes Haus. Wenn wir viele dumme Kommentare bekommen, aber das Auto hat nicht viel weniger als mein Rolls-Royce. Ja. Ehrlich jetzt. Wie viel kostet Rolls-Royce mehr? 370 kostet der. Ja. Ja. Ich habe Servolenkung, ich habe Klimatronik, ich habe Navi mit dem Bildschirm. Ja. Vom Auflösung ist das etwas besser. Ja. Obwohl der Rolls-Royce von 2016 ist, ist ja keine alte Gurke. Nee. Ja. Guck mal hier, Sascha, kannst du vielleicht aufnehmen? Habe ich, ja. Die Navigation noch mal Leute mitnehmen? Ja, und genau das ist es. Und die Leute sagen sich, warum soll ich so viel Geld auf? Es gibt ganz viele. Und die kaufen sich lieber ein Haus, machen lieber ein paar Mal mehr Urlaub, anstatt sich ein Auto für 100.000 zu holen. Ja. Oder für 80.000 oder für 50.000. Wenn sie für viel, viel weniger Geld das gleiche haben können. Ist so. Ne? Ja,
Ja, da guckst du, ne? Habt ihr gesehen? Hier bei Innenstadt West fahren wir runter. Das alte. Guck mal, da holen wir den BMW jetzt auf. Sind die eingefahren vom Werk aus oder muss man die einfahren? Nee, wir empfehlen sowieso allen Kunden einfahren 1000 Kilometer, ja, sprich Piano fahren und dann halt bei uns 1000 Kilometer Ölwechsel. Okay. Raten wir immer noch bei allen Autos, egal ob Renault, Dacia, Ford, wir sagen, macht es, es schadet nicht. Okay. Ne, dann fahre ich ein bisschen langsamer, ich habe jetzt ein bisschen Gas gegeben. Ja, alles gut. Ich wusste nicht, wie ich da gelaufen habe. Fahre ich wieder langsamer, wenn sie übertreibt wieder, weißt du. Jetzt werden die Kommentare kommen, oh, der ist noch nicht eingefahren und. Wusste ich nicht. Oh, hast du gesehen? Kamera geht an. Und das haben die jetzt bei dem auch neu gemacht. Vorher hattest du halt nur die Linien. Ohne dass du den Winkel siehst in der einen Lenkung. Ach ja, das ist diese Lenkung. Ach cool. Genau. Ja, das gab es jetzt bei dem Vorgänger auch nicht. Das finde ich auch cool. Ja. Schön. Ich muss jetzt eins sagen, der Sascha soll hier einen Carbon machen. Aber der Patrick ist wieder hier rumgerast durch die Felder. Und ich habe das Auto ein bisschen dreckig gemacht. Aber wir waschen das jetzt nicht, wir machen jetzt einfach Carbon so wie es ist. Ja, nächstes Mal passe ich besser auf.